Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dreamlight Rally. Wir sind wieder am Start. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin schon fleißig am Ernten. Und wir müssen immer noch Eisenerz sammeln. Ich hätte noch keine richtige Zeit dafür. Und ich muss mein Inventar unbedingt leeren. Das machen wir zuerst. Das muss ich auch noch entfernen. Und vielen Dank für die hilfreichen Tipps in den Kommentaren. Wo ich Eisenerz finde. Und welches Vieh ich mit was füttern muss. Jetzt müssen wir das nur alles merken. Oder am besten mal aufschreiben. So. Müssen wir ein bisschen hier was wegpacken. Das auch noch. Das geht ja wieder nicht. Was ist das denn für ein Gemüse? Süßigkeiten. Weil die Stöcker können noch weg. Und dann gehen wir gleich mal ins Schloss und... Achso, schon voll. Dann gehen wir gleich mal in das Schloss und öffnen mal so einen neuen Bereich. Oder eine neue Tür, besser gesagt. Kann ich hier was rein tun? Das... rein tun hier die Nüsse, was das ist. So. Ich muss erstmal wach werden, es ist noch sehr früh am Morgen. Ich will noch etwas verschlafen. Haben wir noch irgendwie Blumen, Seetang? Ich muss diese Kisten wirklich auch sortieren, ne? Das kann ja auch erstmal weg hier. So, okay. Den Stein hat man doch auch noch, ne? Hier. Lager ist voll, natürlich, ist klar. Noch irgendwas muss ich mal richtig gucken. Kann kaum was sehen. Okay. Das passt erstmal. So, dann würde ich mal sagen, auf zum Schloss, ne? Weil sonst hätten wir hier noch ein paar Aufgaben. Das können wir jetzt später machen. Los geht's, waren wir lange schon nicht mehr. Habe ich auch jetzt in den Kommentaren gelesen, dass ich da ja wieder reingehen kann. Habe ich schon komplett vergessen. Ich hoffe, ich habe hier genug Points, das zu öffnen. Ja, locker. Ja, das glaube ich war Jana hier das Symbol, ne? Wall-E. Komm, wir machen Wall-E. Habe ich mehr Bock drauf. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Benutze deinen Dreamlab, um diese Türen zu öffnen. Drinnen wirst du einen kleinen wortkarken, aber sehr charmanten Roboter begegnen. Jo, 3000. Sehr beeindruckend. Du kannst jetzt die Welt eines cleveren kleinen Kerls namens Wall-E besuchen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Juhu. Cool. Wall-E. Oh. Oh nein. Oh. Der ist so hässlich süß. Oh, die Musik liebe ich. Ja, groß ist die Welt jetzt nicht. Das ist wie bei den Ludolfs oder was? Oh, neue Ressource, Schrott. Nein. Ach, das ist ein Lager, aha. Aha, okay. Eine Sache können wir noch lagern, aber... Erstmal ein bisschen aufräumen, Wall-E. Wenn du es schon nicht schaffst. Der Arme, oh nein. Ich tue ihm doch nichts. So, das mal her. Bergbank, alles am Start. So. Verbuddeln.
glaube, ich buddel mal mehr, weil ich Lehm brauche. So, gibt's noch irgendwas? Aber Lehm gibt's nur in feuchten Stellen, ne? Nein! Quatsch ihn gleich an. Der muss sich erst an mich gewöhnen. So. Oh, da ist was. Das nehme ich mit. Ah, das lasse ich erstmal drin. Raupenkette. Braucht er bestimmt gleich. Und klassische Fliegerbrille werde ich nicht tragen, aber dankeschön. So, was geht ab? Hui. Hallo, ich bin Olli. Wally. Hallo, Wally. Ich bin hier. Also. Oh mein Gott, du bist so niedlich. Ups, vielleicht war das ein bisschen zu heftig für Wally. Es tut mir leid, entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wally, du kannst mir vertrauen. Du scheinst verärgert zu sein. Was ist los? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Kannst du mir sagen, was los ist? Ui. Klingt, als hättest du einen Unfall gehabt. Hast du etwas verloren? Ich werd mich mal umsehen. Ja, seine Kette natürlich. Ja, hab ich mir doch schon gedacht. Und bitteschön. Wally! Juhu, du bist repariert, Wally. Oh, direktive Erde. Du versuchst, die Erde zu säubern? Ja. Brauchst du Hilfe? Ja. Siehst aus, als würdest du diesen Müll in stapelbare Würfel verwandeln. Ich wette, das könnte ich auf der Werkbank machen. So, benutze die Werkbank, um ein paar Müllwürfel herzustellen. 6 Stück. Achso, ist ja gar nicht die Werkbank. Ja, der ist süß. Der ist echt süß. Hier 6 Müllwürfel. So, bitteschön, hier hast du deinen Müll. Nein. Bitteschön, hier hast du deinen Müll. Hier ist alles sauber. Yippie! Diese Welt ist niedlich, genau wie du. Es ist der perfekte Ort, wenn du gerne neue Dinge entdeckst. Hui! Tada! Pflanzen! Du willst, dass es mehr Pflanzen gibt? Pfeif! Das können wir tun. Wir müssen Samen säen. Die treue Doofe auch guckt, aber ist echt süß. Soll ich ihn streicheln? Oh, oh. Oh nein. So, pflanze Wally spezielle Spezialsamen und hilf ihm reich zu wachsen. Jo, alles klar. 8 Stück. Zack. Zack. Mal ist einfach mal random hier in die Löcher rein. War 0 von 8. Oder habe ich jetzt die falschen? Hilf ihm reich zu wachsen. Oder müssen die erst gewachsen sein? Ich glaube, ich muss die erst ernten, ne? Haben wir 8 schon? 4, 5, 6. Ne, ich glaube, ein paar fehlen noch, ne? Die Musik macht einen zumindest wach. Und gute Laune. Wenn ihr mir gute Laune machen wollt, abonniert den Kanal, kommentiert und liked ihn. Das macht mir sehr gute Laune und freut mich. Oh, einmal gießen noch. Okay, jetzt haben wir eh schon 8. Und danke für die tolle Unterstützung bisher. Obwohl ich so schlecht spiele. Noch nicht so weit bin. Ah, perfekt. Pflanzen. Die sehen wunderschön aus. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Jetzt brauchst du deine Hilfe. Jetzt brauche ich deine Hilfe, Wally. Wirst du in meinem Dorf kommen? Er steckt in großen Schwierigkeiten.
Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Oh, Man hat das Gefühl, als wärst du dir nicht sicher, ob du kommen sollst. Vielleicht hat Merlin eine Idee, wie du dich bei uns wohler fühlen würdest. Ich werde ihn fragen. Er ist zumindest schön, wenn ich Text. Oh nein, die Musik war so schön. Boah, Vajana könnte ich sogar auch noch öffnen, aber eins nach dem anderen. Wir müssen uns die Highlights ja aufheben. So. Oh, Remi muss ich auch noch quatschen. Und nächste Woche soll auch endlich wieder ein Update kommen. Ich hoffe, die patchen diese Abstürze. Please. Das ist ja so nervig sonst. Keine Ahnung, was wir auf diese Süßigkeiten einmal bringen sollen. So, wo ist Remy? Wenn er schon hier ist. Bonjour! Olli! Shimiri ist ein Riesenerfolg. Wir werden mehr Gäste haben, als ich bewältigen kann. Das ist wirklich kein Problem. Kann ich dir helfen? Oui, bitte, ich brauche es dringend. Hier, nimm diese Kochuniform. Zieh sie an und komm zu mir in die Küche. Ja, ich muss erst Wally holen. Aber gleich helfe ich dir. Au revoir! Kann ich noch so mit dir reden? Hallo! Lass uns über Aromen reden. Olli, bevorst du es herzhaft oder süß? Herzhaft. Gute Wahl. Damit kannst du eine riesige Vielfalt an Geschmacksprofilen genießen. Okay, magst du es salzig oder pikant? Oder fermentierte Dinge wie Käse oder deftige Eintöpfe? Oh, Käse ist auch geil, ne? Ah, ist alles geil irgendwie. Ausgezeichnet. An meinem kalten Tag gibt es nichts Besseres als einen gemütlichen, herzhaften Eintopf. Danke. Ja. Merlin ist wahrscheinlich hier an seinem üblichen Platz oder doch nicht. Mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. So. Hier haben wir wieder einen Jackpot-Baum. Suchen wir auch noch. Muss ich da beeilen hier. So, ein bisschen schnell weg. So. So, Merlin. Was geht hier für eine Party ab? Christoph und Mutter Gortel hängen ab miteinander. Wo ist er denn noch da? Nein! So. Ah, da ist er ja schon. Das war jetzt unnötig, ihn zu markieren. Merlin, ich habe Wally gefunden. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Ein süßer kleiner Roboter. Früher schien er im Tal recht glücklich zu sein. Ich nehme an, du musst erst sein Vertrauen gewinnen. Was mag er? Müllwürfel anscheinend. Ja, das ist zwar sein Beruf, aber ich glaube nicht, dass es sein Leidenschaft ist, sondern Pflanzen. Zieh in Betracht, ihm Dinge mitzubringen, die er als Schatz ansehen könnte. Sprich mit Dagobert Duck. Er ist auch ein Sammler, weißt du? Vielleicht hat er ein paar Krimskrams und Schnickschnack, die du Wally bringen kannst. Wer weiß, vielleicht wird aus Herr Ducks Müll der Schatz von Wally. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Holz sammle ich auch mal immer so ein bisschen ein. Es wäre so schön, wenn da stehen würde, was das ist. Was für Items. Oh, will ich Geld vor Dagos Haus schnell einsammeln, bevor es weg ist. Und das hier aufleveln, den Laden brauche ich erstmal nicht, weil ich kein Geld hier für Klamotten ausgeben will. Also sind schon coole Sachen hier, dieses komische, dieser Kamin und so, aber es kostet alles Geld und ich brauche die Kohle noch. Also das würde ich hier fast als letztes aufleveln wollen. Guten Morgen, Sei gegrüßt, Dago. Nachbar. Hey, hallo. Der schöne kleine Roboter. Sei grüßt, Olli. Was kann ich an diesem schönen Tag für dich tun? Ich muss ein interessantes Objekt für einen Freund finden, wie... Einen ist eigentlich egal, ne? Leider habe ich keinen Regenschirm mehr. Vielleicht etwas anderes?
Ich muss ein interessantes Objekt für einen Freund finden, wie einen Feuerlöscher. Ah ja, ich habe einen Feuerlöscher da. Ich kann ihn dir aber nicht gratis geben. Wenn du mir allerdings etwas Granat bringst, gebe ich dir ihn gerne. Ich kann dir auch einfach Kohle geben. Auf Wiedersehen und bis bald. Granat habe ich doch safe noch im Lager. Das müsste ich doch eigentlich noch haben. So. Fragt sich nur, in welcher Kiste. Kann ich hier noch ein bisschen was reintun? Mit Pflanzen habe ich gar nichts Wildes gesammelt. Bananen können weg. Zitronen können auch weg. Das kann auch weg. Ah, dann müssen wir jetzt genug Champignons, okay. So. Granat müssen wir noch echt haben. Wie sehen die Dinger denn aus hier? Ein nur. Okay, so rot sind die auf jeden Fall. Einen brauchen wir noch. Hier. Das ist sogar glänzenden Granat. Aber eigentlich brauche ich nur zwei. Das haben wir zurück. So. Ich liebe, dass man das schon im Lager hat. Bestes Gefühl. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. So, hier, du geldgeiler Sack. Sei gegrüßt, Nachbar. Guten Tag, Olli. Hier. Deine Steine. Hast du ein Granat? Ah, ich sehe ihn in deinen Händen funkeln. Hehe, den werde ich schön zu Geld machen, dass noch mehr funkeln wird. Oh, es sind wahre Schönheiten. Hier, bitteschön, dein eigener Feuerlöscher. Der Wahnsinn. Wenn du auf der Suche nach weiteren Gegenständen für die Sammlung deines Freundes bist und hier nicht fündig wirst, solltest du mit Mickey und Goofy sprechen. Auf Wiedersehen und bis bald. Was wollen die jetzt hier alles haben? Kleiner Freund ist auch noch mal was. Ist ja so süß und flauschig. Aber nicht so süß wie Wally. Oh, Junge, Mickey, warte! Oh, hey, kannst du reden, Kumpel? Ja! Wie ich höre, hast du einen neuen Freund gefunden, den du ins Tal mitbringen kannst. Sein Name ist Wally und er ist so niedlich. Oh, ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Du suchst also noch einem Geschenk, mit dem du sein Vertrauen gewinnen kannst. Nun, ich habe einen tollen Hüpfball, der ihm gefallen könnte. Oh, ein Ball. Kann ich ihn haben? Natürlich nicht. Erst will ich von dir was. Er ist bei mir aber zu Hause. Bis bald. Als ob ich den so haben darf. Never. Das glaube ich nicht. Wo ist der Haken? Wo ist der Ball denn? Achso, habe ich ihn einfach schon jetzt, oder was? Achso, ich habe den jetzt einfach schon, oder was? Einfach so ein Bild von sich selbst zu Hause. Nö, hier ist kein Ball. Dann haben wir erstmal mit Goofy. So, Goofman. Der ist bestimmt wieder am Angeln. Ich habe Angst, auf die Karte zu gehen. Er pennt zum Glück nicht. Du, 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 du. Wie ich gesagt habe. Oh. Hallo, Moin. Wie wär's mit einem Plausch? Was höre ich da von einem kleinen Roboter, den du ins Tal bringen kannst? Wally, er ist sehr schüchtern. Oh, du hast, glaube ich... Ob du es glaubst oder nicht, auch ich bin manchmal ein wenig schüchtern. Wie ich höre, suchst du noch einen interessanten Sachen, um dem kleinen Kerl zu helfen, aus sich herauszugehen. Ich wünschte, ich hätte etwas für dich. Tut mir leid, aber ich werde dir gerne diese Stiefel zeigen, den ich neulich aus dem Teich gefischt habe. Und weißt du was? Dann wächst eine Pflanze. Gib mir deinen Stiefel. Ich bin wirklich angetan mit diesem Stiefel. Ich will sehen, wie sich die Pflanze entwickelt. Aber du weißt ja, wie Stiefel so sind. Wir sind immer zu zweit. Du solltest in den Teichen auf der Wiese angeln gehen. Du wirst deinen Partner finden. Wir sehen uns. Quatsch ich nochmal so mit ihm. Zu sehen.
Hast du eine Frage? Hui, wir hatten vorhin vergessen, die Nachtdorn. Was glaubst du, warum sie jetzt hier sind? Sie sind wahrscheinlich eine Metapher. Eine Metapher? Was du nicht sagst. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre eher ein Gleichnis. Oh, philosophische Gespräche unter Akademikern. Ich brauche unbedingt Nachtscherben noch. Sonst habe ich die immer gefunden, die Dinger. Und wenn man sie mal braucht, gibt es sie natürlich nicht. Hier ist eine. So, was wollen wir? Sammeln. Ah, ist cool, den Ball sammeln, alles klar. Und fischen müssen wir. Ja, holen wir erstmal den Ball. Weil ich denke, das Fischen wird wieder länger dauern. Holz sammeln. So, wo ist denn das Ding? Sammel den Ball in Mickeys Haus. Da. Da komme ich gar nicht hin. Boah, ich habe Angst, dass ich hängen bleibe. Bei dem Spiel weiß man nie. So. Jetzt kriegt Wall-E seinen Stiefel. Ist egal, welcher Teich. Hoffe ich. So. Angelspezialist Olli wieder am Start. Und. Es macht mich nervös, wenn alle zugucken. So. Ich weiß, Goofy, du kannst angeln und ich nicht. Ruhig. Ich muss erstmal wach werden. Eins. Zwei. Wie lange soll ich jetzt angeln, bis der Stiefel kommt? Gehen wir zu dem hier. Da wird ich wahrscheinlich irgendwann random kommen, ne? Nein! Dorfbewohner zählen auf dich, mein ja, Freund. Ja, mach mir noch also mehr Druck. Niemals auf. Mach ich nicht. Ich bin nur leicht genervt. Immer noch kein Stiefel? Ich versuch's nochmal hier. Komm. Ich hoffe, die patchen das Angelspiel mal. Dass man einfach nur reinhalten muss. Da gibt es keinen Stiefel. Versuchen wir einen anderen Teich. Gehen wir da hinten hin. Gibt es eine besondere Stiefelfarbe? Christoph. Morgen. Komm, ich quatsch mal mit dir. Hallo. Stimmt etwas nicht? Olli, du hast diese seltsame aussehende scharfe Pflanzen gesehen, oder? Ich glaube, sie heißen Nachtdorn. Ja, sie ist ziemlich schwer zu übersehen. Sie scheint überall zu sein. Die Trolle glauben, dass alles in der Natur einen Nutzen hat. Glaubst du, wir könnten etwas Nützliches daraus machen? Was denn zum Beispiel? Oh, keine Ahnung. Tee... Dornenkränze? Eigentlich, ich überlasse den Umgang mit Nachtdorn lieber den Profis, vor allem dir, ja, ja. Bis bald. Ich muss ja alles immer entfernen, ne? Ja, Fische sind mal ganz gut, aber nehme ich gerne an. Aber ich brauche jetzt einen Stiefel. Fische den Sprossenschiefel aus einem der Teiche auf der Wiese. Also ich bin auf der Wiese auf jeden Fall. Vielleicht darf ich in keinen Kreis reingehen.
Komm, gib mir den Stiefel. Werf ich mal ganz weit raus. Niki, drück mir die Daumen, die nicht vorhandenen. Oder hast du einen Daumen? Ja, Leute, ich weiß nicht, wo man den Stiefel herkriegt. Vielleicht diese. Ich mache nochmal die Stelle hier. Das sieht schon so stiefelartig aus, die Farbe. Schlecht. Das gibt's nicht. Kann man nicht einfach irgendwo einen Stiefel kaufen, Mensch? Oh, das war bestimmt einer. Das gibt's doch nicht. Oh, es ist aber sonnig hier oben. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich krieg's nicht hin mit Angeln. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Boah, Christoph, du nervst. Habt ihr da auch so Probleme? Oder bin ich der Einzige? Ich krieg einfach dieses Gefühl nicht hin für diesen Kreis. Ja, Seetang. Ich glaube, hier ist der irgendwie drin. Ja, ey, ich mach was anderes. Ich mach das nochmal offscreen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Die Sonne ist wirklich sehr blendend. Einmal versuch's jetzt nochmal hier. Ein bisschen nervig, dass sie es einem so schwer machen, diesen Stiefel zu angeln. Komm, das kann doch jetzt nicht 2 Stunden dauern. Ich krieg keinen Stiefel. Sorry, Goofy. Ich versuch's nochmal gerne hier. Einmal versuche ich es noch. Gleich ich aus. Jede Mutter Gottel, hilf dass mir. Ich hier die Böse bin. Ich werde gleich böse. So, ich bin kein Stiefel. Keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Oder ob ich irgendwas falsch mache. So, gucken, was es noch zu tun gibt. Champignons haben wir. Ah, Smaragde muss ich noch finden. Eine Koja. Okay. Das können wir auch schon mal machen. Ich angel später einfach nochmal. So. Sorry, Wally, du musst noch ein bisschen warten. Das Oberteil ist aber unter der Jacke, ne? Angeln, ne? Bevor ich gleich noch einen Tobsuchtsanfall bekomme, lasse ich es erstmal sein. Hilfst du mir mal kurz? Hallo, hey, Remy. Du bist siehst es. Toll aus. Sehr professionell. Ich möchte, dass du noch ab gestern Ausschau hältst, die in Jeremy kommen. Sie können jederzeit kommen, aber einige haben bestimmt Verhaltensmuster. Goofy kommt immer zum Mittagessen. Merlin am Morgen und am Abend. Wenn du einen Gast siehst, nimm seine Bestellung auf, während ich mich um Küchenchef-Sachen kümmere. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja, ja, okay. Die Dorfbewohner haben manchmal spezielle Essenswünsche. Das haben wir schon mal gesehen. Ah, okay. Hilf Remy, indem du die Bestellung im Restaurant servierst. Ja, ist nur keiner da. Mache ich wohl gerne, aber ohne Gäste. Ich gehe nochmal raus und rein. Ja, der ist witzig, wenn man keine Leute hat. Remy, hier ist keiner. Bon
Bonjour. Bonjour. Kann ich dir noch was schenken zumindest? Ein Stück Käse. Ja, der feine Feinschmecker freut sich darüber nicht mehr, ne? Muss schon Kaviar sein. So. Ja. Sie können jederzeit vor einigen. Achso, das muss ich einfach random machen. Ah, okay. Wir sind ein gutes Team. Wenn ich mal wieder hier vorbeikomme, alles klar. So, da konnten wir noch mit Ursula, glaube ich, quatschen, ne? Wo ist sie denn? Penti, ne? Die schwimmt wieder in irgendeinem Tümpel, glaube ich. Ursula, wo bist du? Ach, da. Du bist jetzt noch nicht abgestürzt. Sehr gut, Spiel. Ich bedanke mich. Ach, komm, einmal versuchen wir es nochmal mit Angeln. Niki, komm. Bring mir Glück. Bitte, Niki, geh. X. X. Ich drücke mal zu früh. X. X. Juhu, sogar mit Pflanze drin. Oh, Junge, das hast du super gemacht. Du bist ein Top-Angler. Dankeschön, ich weiß. Okay, jetzt machen wir später alles. Aber Äpfel nehme ich mit. Will ich nochmal abbauen. Da ist bestimmt was Wertvolles dabei. So, Aufgaben. Du hast alles gefunden. Okay, Wally. Ab zu Wally. Ich lasse ihn am besten hier neben mir wohnen. Irgendwo da. Hallo, Mutter Gottel. So. Erst die Musik hören. Ich liebe diese Musik. Kann ich ernten hier? Nee. So, Wally, du kannst hier raus. Bitteschön. Wally. Du kleiner Schrotthaufen. Wee, oh, wee, wow. Ich wusste, sie würde dir gefallen. Ich hoffe, du fühlst dich im Tal zu Hause. Du kannst mit jedem Freundschaften schließen. Yippie. Ui, tada! Du zeigst mir dich selbst. Heißt das, du willst mitkommen? Großartig. Ich bereite ein Haus vor. Will ich das schon hier machen? Nee. Guck mal, was der als Haus hat, ne? Der wohnt ja in diesem komischen Container-Fahrzeug-Ding. So. Ja, wir bauen das natürlich irgendwann nochmal alles um. Das bleibt natürlich nicht so. Rauszoomen. Ich muss rauszoomen. So. Ja. Hier sieht es so leer noch aus, ne? Ich kann nur einen schönen hier hin machen. Oder? So, hier irgendwie. Geht das? Will er nicht? Da will er. Geil, jetzt wohnt er bald bei uns. Und die Kamera spinnt ihm wieder. Das glaube ich immer, wenn es so dunkel wird. Dann muss ich das Licht höher drehen. Oder irgendwie flackert die sonst. Sorry für die technischen Probleme. So. Ich bin so aufgeregt, wenn er bei uns wohnt. Hoffentlich kommt die Musik dann hier immer. Hallo! Der kleine Roboter scheint ein wenig nervös zu sein, aber keine Angst. Wir können ihm bald einen Ort bieten, damit er sich zu Hause fühlt. Genau hinter meinem Laden.
Das Duck-Bauunternehmen ist ein zuverlässiger Partner in allen Fragen rund ums Bauen. Yo, ihr 2K. Perfekt. Jetzt ist alles bereit für unseren kleinen Roboterfreund. Durch das Fachwissen von Wall-E auf dem Gebiet der Gartenarbeit wird die Wirtschaft des Zeit sicher aufblühen. Und zusätzlich kann er noch meinen Sperrmüll entfernen. Ah ja. Ja, mit der Lichterkette. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Nein, danke. Hau ab. Wally ist wieder da. Tada! Nochmal ein Selfie. Gibt's noch so einen süßen Gesichtsausdruck? Ja, komm, so. So Wally-mäßig. Man sieht zwar mich kaum noch, aber... Nein, nicht schwarz. Oder gar keiner besten. Und... Tada! Hallo, hier bin ich. Was hältst du davon? Wow. Oh, wow. Willkommen im Dreamland Valley, Wally. Was hier? Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Ui, da bin ich dabei. Wow, danke schön, Olli. Ja, willst du mir den geben? Wally. Willkommen im Dreamland Valley. Es gibt viel zu entdecken. Wally? Wally ist neugierig, aber immer noch schüchtern. Ich muss vorsichtig an die Sache rangehen, indem ich ihm zeige, dass er nichts zu befürchten hat. Ich weiß, dass es anders ist, als du gewohnt bist, aber es besteht keine Gefahr. Ich kann dich mit deinen Nachbarn bekannt machen, zum Beispiel Ursula oder Mutter Gottl oder Dagobert. Das sind die nettesten. Hä? Stelle Wally einen freundlichen Nachbarn vor. Hier. Indem du mit Goofy sprichst, hättest du eigentlich mit Mickey gesprochen. Erstmal Goofy finden. Wo ist der Taugenix? Goofy, warte, ich muss dir einen Freund vorstellen. Wie geht's dir heute? Hallo Olli, wer ist der Kleine? Sein Name ist Wally und er ist... so süß. Sehr schüchtern. Er ist nicht schlimm, schüchtern zu sein. Der Neue zu sein ist ein bisschen beängstigend. Mach dir keine Sorgen. Ich werde ihn wirklich herzlich willkommen heißen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem kleinen Kerl zu reden und angeln zu gehen. Bye. Hallo Wally, ich bin Goofy. Willkommen in unserem Tal. Hallo? Weißt du, du kommst mir bekannt vor. Ein bisschen wie mein Hund Pluto, den ich einschläfern musste. Wir müssen uns schon vor dem Vergessen gekannt haben. Ein Roboter der wenigen Worte. Was? Ach, das ist schon okay. Ich kann schon jetzt erkennen, dass du wirklich süß bist. Und das ist das Wichtigste. Hoffe, du hast eine tolle Zeit hier. Ich muss gleich einen Würfel rauspressen vor Freude. Ich frage mich, wo Donald ist. Yippie! Du bist also froh, Goofy getroffen zu haben. Du wirkst entspannter. Wally! Was würdest du jetzt gerne tun? Wir können Blumen pflücken oder Tiere füttern. Wally, Wally, Wally. Oder wir könnten beides tun. Wally, beides tun. Pflücke verschiedene Blumen mit Wally. Hier haben wir eine, die nicht gezählt hat. Füttere ein Tier her. Ja. Füttere ein Tier im Dorf mit dem, was es mag. Noch eine Blume. Hat doch gezählt. Hier mag ich das nicht so, hier ist das so düster. Komm, Wally. So, jetzt brauchen wir noch ein Tierchen. Also nicht ihn hier. Da. Ah ne, den kann ich gar nicht füttern, ne? Nö. Ich brauche ein Eichhörnchen. Ich muss mit dir sprechen. Gleich. Ich brauche erst ein Eichhörnchen. Hier. Warte. Ich habe was für dich. Warum kann ich dem jetzt nichts geben eigentlich? Jetzt ist er in der Falle.
Hey, warum lauft ihr weg? Sonst kommen die immer an, die Viecher. Molly, keiner will mit uns irgendwie spielen. Der vergrault hier alle mit seinem Kettengeräusch. Wenn man da mal eins sucht, was man füttern will, dann klappt's nicht, ne? Auch voll. Das kann ich mitnehmen. Ja, diese Karnickel bringen mir auch nichts. Aber die Schildkröten wollen doch immer was. Komm. Da. Muss man ein bisschen warten. Seetang habe ich ja, glaube ich, noch. Hey, kleiner Freund. Wally will dich füttern. Hier. Das magst du, ne? Lecker, lecker, lecker. Ein Herz für Schildkröten. Oh, und ein Sack. Kann ich noch irgendwas futtern? Unboxing. Ja, schön. Also, schön blau. Das flackert schon wieder. Warum flackert das immer so komisch? Keine Angst, Leute, ich bin nicht in der Disco. Jetzt wird es irgendwie wieder dunkler draußen. Da muss ich das immer ausgleichen mit der Lampe. So. Wo ist Wally? Molly? Ist er sich einfach verpisst oder was? Braucht er mich nicht mehr, ne? Hey, wo ist er? Ach da. Warte doch. Wir sind doch Freunde. Ihn hätte ich auch voll gerne als Begleiter. Ich hack noch mal ein bisschen. Jetzt ist er irgendwie wieder weg. Hey, wo ist er? Da oben ist er jetzt, okay. Ich hoffe, er angelt nicht auch noch. Hier, Wally. Wally. Ich bin wirklich froh, dass wir all diese Dinge zusammen gemacht haben. Ja, überhaupt nicht zu dem. Er ist einfach abgehauen. Hast du das Gefühl, dass du nur ein bisschen mehr hierher gehörst? Tada. Ah. Sehr schön. Ja, und damit beenden wir die Folge. Danke fürs Zusehen. Wir haben ein neues Mitglied in unserer Dorfgemeinschaft, der echt süß ist. Also, Ursula, du bist auch süß, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.